No. Oh ja, genau. Perfekt. Komm schon, Ball. Ja. Ich glaube, das wird jetzt nicht unbedingt meine Meisterleistung werden. Aber egal. Mal zu failen ist ja auch ganz schön. Außerdem liegen wir so weit vorne, dass mir das nichts mehr ausmachen kann. Und mit ein paar Parts bin ich auch noch zufrieden. Komm schon, siehst du die Line? Geht doch. Chip it! Pa! Bitch! Ja! So geht's. Ja, die ganzen Kakteen hier. Ja, natürlich, die ganzen Kakteen. Die ganzen Kakteen hier sind natürlich ein bisschen nervig, aber macht nichts. Oh oh. Oh 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 oh. Mal gucken. Komm schon, Sissilein. Über den Außenbereich rüber. Ja. Weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee war, aber. Okay, versuchen wir es mal. Wahrscheinlich schon wieder viel zu weit. Ja, natürlich. Ja, diese Annäherung ist immer so ein bisschen schwierig, aber es geht noch. Ein Birdie schaffen wir. Den schaffen wir, das war bloß zu weit, deswegen schaffen wir nicht ein Birdie, sondern nur ein paar. Da hatte ich mich kurz verkalkuliert. Ja, das passiert, wenn man eine Abkürzung nehmen will. Man kommt meist vom Weg ab und dann eine große Schwierigkeit. So ist das. Aber nicht nur beim Let's Play, sondern auch im realen Leben. Und Film. Und sowieso überall. Bunker! Ja. So, den Ball hauen wir jetzt dem Loch direkt vor die Füße. Hoffe ich zumindest. Und dann direkt rein. Komm schon, Sissilein. Ja, wunderbar. Ja, okay, gut. Early Part. So, oh, das war ein bisschen zu viel. Schätze ich. Nein, hat gereicht. Wunderbar. Minus 8. Geile Sache. Oh, 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 oh. Da muss ich mal. Da habe ich mich bestimmt verkalkuliert. Da würde ich ganz lässig ein Hole in One machen, aber es wird wahrscheinlich nur aufs Screen gehen. Und dann. Vielleicht rein. Mit genügend Schwung und. Ah, komm. Ja! Birdie! Birdie sind gut. Ich mag Birdies. Bam! Ja, wie immer, das Wichtigste aufs Podest zu schlagen und dann direkt rüber ins Green, aufs Green. Wie auch immer es greent. Oh oh. Das könnte ein bisschen zu wenig gewesen sein. Ja! Meine Befürchtung hat sich leider bestätigt. Ja. Und da holen wir nochmal gegen den Kaktus, weil es so schön war. Und kriegen dann auch noch einen Backspin hin. Mensch, wunderbar. Und das war bestimmt viel zu weit. Nö, es geht eigentlich. Bleib auf dem Green! Ja, toll. Und wie es auf dem Green geblieben ist. Exzellent. Ja, hau doch noch weiter daneben. Eine miserable Leistung, gepaart mit wenig Glück, führt zu genau dem hier. Double Bobby. Tja, das bedeutet, wir haben wieder minus 7 und werden wahrscheinlich auch nicht viel mehr bekommen in den 2 Runden. Wenn ich Glück habe, noch ein oder vielleicht auch 2 Birdies, das wäre ganz angenehm. Aber ich denke mal, alles andere wäre ziemlich unrealistisch. Nein, ich habe meine Power verblasen. Nein, okay, jetzt, das war jetzt mein Todesurteil. Nee, doch nicht. Oh, ich dachte schon, es fliegt uns aus, aber
Der Golfknot, der Golfknot war gütig mit uns. Und hat uns noch eine Chance gegeben. Mir. Nein, nein, viel zu weit. Oh, er ist nicht. Ah, wieder. Backspin. Sag's doch. Nice bridge. Pretty bridge. Ja, wunderbar. Minus 8. Damit bin ich auch zufrieden. Mit dem Ergebnis kann ich mich heute Nacht ruhig schlafen. Ja, und es geht wieder auf den Rasen, wie immer. Toll. Das war nicht so gut, aber macht nichts, denn wir haben es gleich geschafft. Wenn wir den Ball erstmal aufs Screen bekommen, was natürlich jetzt nicht der Fall ist, weil es erstmal in den Bunker geht. Oh, toll. Aber da kriegen wir ihn schließlich auch wieder raus. Bam! Und zurück, bitte. Und ein Paar. Das wollen wir nicht vergessen, dass das Paar sich immer paart. Yeah! Ergebnis! Erster mit minus 8 Punkten. Und die Punkte steigen. 420. Sehr gut. Eieieiei. Ach, ich gib's mal mir. Komm, warum soll ich so geizig sein? Level 14. Wunderschön. Der Spin ist noch ziemlich schwach. Dann machen wir mal einen stärkeren raus. Nochmal. Und Impact und Kontrolle nochmal besser. Sehr gut. Genießen wir das Feuerwerk. Geil! Das Linksturnier ist nur im Story-Modus verfügbar. Du hast dich im Lügenturnier platziert, du hältst noch 17 des Star-Lügen-Kurses. Das ist ein überraschender Sieg beim Turnier. Esler besiegt man nicht alle Tage. Es reicht nicht, wenn es nur einen Titel geht. Der Linkskurs wird übel, aber du bist Champ des Dünenclubs. Du packst das ganz bestimmt. Natürlich tue ich das, aber vorher, wie nach jedem Boss, werden wir erstmal hier ein kleines Monsterchen suchen, was wir abschießen können. Denn auch hier gibt es einen guten alten Freund der Mario-Serie, den man mit einem Golfball ganz nett erledigen kann. Und zwar dieses Stachelvieh. Niemand weiß, wie es heißt, aber es ist da. So, und weil ich es nicht besiegen will, während der Aufnahme... Ach komm, warum eigentlich? Ich mach's einfach. Ich wollte euch zwar nicht damit nerven, aber ich kann's ja mal probieren. Okay, versucht mal klug. Mal gucken, ob wir treffen. Auf die Birne! Ja, haha! Ja, haha. So, gleich bin ich wieder. So, mal eben gespeichert, damit uns der Erfolg nicht abhandenkommt. Und jetzt geht es weiter. Komm, komm. Ja, da verzieht es sich wieder, ist ja klar. Gut, so nah dürfen wir ranstehen. Na, versuchen wir es mal. Mal sehen. Und hau ihm auf die Mütze. Nein, das ist zu weit, oder? Ah, daneben. Mist. Lach mich nicht aus. Ist es jetzt wieder hier? Müssen wir es jetzt wieder von hier angreifen? Ja, es war so klar. Ach, Mist. Bis klar. So, ich bin eben in der Zeit zurückgereist und werde es jetzt noch einmal so probieren. Kann ich nicht hier üben? Ja, klar. Dann versuche ich es einfach mal von... Na, hier geht auch nicht. Probier es mal von hier. Ja, okay. Hm.
Das müsste auch eigentlich ganz gut funktionieren. Komm schon, Sissilein, du triffst ihn. Nein, das war schon wieder zu weit. So, let's try erneut. Ja, ich möchte hier üben. So, und diesmal wird es wahrscheinlich nicht cheap gehen. Oder vielleicht auch doch. Mist! Ha, Mann! So, Lektion gelernt, denke ich mal. Rot ist einfach zu viel Power. Deswegen nehmen wir den gelben. Hauen dafür aber voll drauf. Da auch schon zu viel. Und es geht natürlich daneben. Was ist los, ey? Mann, oh Mann. Auf ein neues. Und wieder daneben. Ich mach's einfach mal auf Cam und ihr seht dann, ob ich es geschafft habe oder nicht. Ja, geschafft. Da fliegt erneut ein Teil weg. Und weil es so klein wird, wird es immer schwerer, es zu treffen. Und hier verzieht es sich schon, wenn wir so nah rankommen. Deswegen versuchen wir es einfach mal. Genau so. Verzieht es schon nicht, komm. Ach komm, ey. Ja, ich möchte hier oben üben. So. In deine Fresse rein! Ja! Perfekt! Und was bekommen wir Schönes? Finneons! Riem erhält Schlägerkupon C. Wunderbar! Das heißt, wir können uns jetzt noch mehr Schläger basteln. So, dann gehen wir mal zurück zum Schlägerschmied. Der wird uns sicher einige hilfreiche Tipps geben, welche Schläger wir als nächstes nehmen sollten. So. Hey, was liegt an? Kann ich noch etwas für dich tun? Schlägerorder. Cool. An was für Schläger hattest du gedacht? Ja, und jetzt haben wir wieder nicht mal den Ball. Wie toll. Distanz. Schläger für besonders große Distanzen. Flacher Spin. Schläger für Spin, der einen flache Flugbahn verursacht. Schläger für geradlinige und flache Flugbahn. Schläger mit großen Sweet Spots und einfacher Handhabung. Was wir nehmen, seht ihr in der nächsten Folge von Mario Advance Golf Tour. Bis dann!